Die italienische Küstenwache hat vor der libyschen Küste mehr als 560 Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet. Das gekenterte Boot sank, mindestens 5 Menschen kamen ums Leben. Die Zahl derer, die eine Überfahrt nach Italien wagen, steigt derzeit. Allein zwischen Montag und Dienstag seien 5600 Migranten von Schiffen im Mittelmeer gerettet worden, so die italienische Küstenwache. Sie stammten überwiegend aus Krisenländern Afrikas. Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration zufolge sind seit Anfang des Jahres mindestens 1350 Menschen ertrunken. Die Boote sind meist völlig überladen, so auch in diesem Fall. Weil das Flüchtlingsschiff schwankte, hatte sich die Marine genähert. Als dann immer mehr Menschen an Deck strömten, kippte es schließlich. In Italien sorgt unterdessen der Fall eines 9 Monate alten Mädchens von einem anderen Schiff für Schlagzeilen. Das Baby aus Nigeria kam alleine in Lampedusa an. Seine Mutter war bei einem Brand auf einem Schiff gestorben.